Hallo und willkommen zu Dead by Daylight Basic Killer. Killer ohne Perks. Heute die Seuche. Bedam Vorschule 2 Springwood. Und da sind wir auch schon in der Runde als Seuche. Und mal schauen, ob wir die Seuche auch an die Überlebenden weitergeben können. So ganz ohne Perks. Mal gucken, ob hier irgendwo ist noch jemand. Ich hab doch gerade eine Claudette gesehen, genau. Schon mal erste Infizierung. Muss aber bald voll sein. Ach, jetzt ist es schon voll. Und bam. Den ersten Generator haben sie auch schon durchgezogen. So, an den Haken. Und irgendwo da hinten war das. Wo? Da. Eine Nancy. Hallihallo, Nancy. Und Spuck. Und Spuck. Also muss es doch mal voll sein. Huch. Okay, dass das mir jetzt noch getroffen hat, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, jetzt ist es schon voll. Ich hab's nur getroffen. Zack. Da ist jemand im Schrank. Hallo. So verpestet wie der Schrank war, da kann ja nur jemand drin sitzen. Ich tritt ihn entgegen. Dann nehmen wir die Nancy mit. So, wir haben hier noch einen Haken. Auch gleich auf der gegenüberliegenden Seite. Sehr schön. Da unten hat sich jemand geheilt. Da war auch jemand hinterm. Da, Yui. Was? Ich hab die nicht getroffen. Eine bodenlose Frechheit. Ich kann mir eigentlich noch meine rote Seuche holen. Da ist er durchgesprungen. Da hinten rennen sie. Ah, infiziert ist er jetzt, weil... Mist, dass er nicht getroffen hat. Aber dich kriege ich schon noch. Huch. Jetzt habe ich mich selbst vor. Ich dachte, die Blume hier liegt für die Yui. Mensch, hängen geblieben. Aber das war nicht die Yui. Was? Wie? Warum hat er sie nicht getroffen? Hä? Hä? Also das verstehe ich nicht, warum diese... Also die wollte sich einfach mitten in der Jagd waschen. Schweinerei. Menno. Yeah!
Oh, die spielt gut. Obwohl ich immer noch nicht weiß, warum das die eine Dings nicht getroffen hat. Was war denn das gerade? Unheilbare Krankheit und Steam-Erfolg. Wahrscheinlich Leute niederschlagen, die maximal infiziert sind. Würde ich einmal so vermuten. Okay, die ganzen Steam-Erfolge auch nicht alle auf dem Kopf. So, holen wir uns dann wieder Rode hier. Gut, der Popo hat nichts. So, mal schauen, was haben wir hier so Schönes. Da hinten Popots. Hä? Jetzt konnte ich gar nicht wegziehen. Das war ja ganz seltsam. Okay, die ist tot. Sollen wir rechts sein? Hier haben wir nur noch einen Generator zu machen. Und hier will immer noch keiner retten. Weil meine rote Kotze, die ich mir gerade genommen habe, die hat mir jetzt gar nichts gebracht. Hol ich mir die da hinten. Weil die, das habe ich ja weggezogen. Was, wo? Hä, wieso wird nicht angezeigt, wo der Generator gemacht wurde? Oh, hi. Kate noch, okay. Erwischt. Menno. Ich treffe mit der roten Kotze, treffe ich immer so schlecht. Erwischt. So, da hänge ich gleich mal einen Haken und guck gleich mal zum Tor. Da sitzt du doch schon. Ja, es hat vorher getroffen. Juhu! Das war jetzt die Sache, trifft es eher oder macht sie eher das Tor auf? Die zwei Möglichkeiten gab es jetzt nur. Und sie hängt. Wunderbar. So, da haben wir ja alle. Oh, die ist wirklich abgesprungen, echt jetzt. Oh, muss das sein. Hallo. Zack, habe ich dich. Tada. Und zwei Katze auch noch. Really? So, erstmal dich. Und ich auch noch. Mensch, müssen die das jetzt hier zum Schluss nochmal so... mal so lange hinziehen. Hä? Hä? Ist doch hier irgendwo. Bin ich blöd? Wo ist jetzt die Nancy hin? Was? Da waren doch gerade eben noch Blutpfützeln. Die kann doch jetzt noch nicht so weit weggekrochen sein auf die paar Sekunden. Nee, hier ist er auch nicht. Warte, ist er in den Keller schon gekrochen? Ich höre sie auch überhaupt nicht.
gibt's doch nicht. Ich kann doch nicht jetzt weg sein. Also vielleicht lag sie da irgendwo und ich habe sie jetzt einfach total übersehen. Mach ich das mal gut. Für extra Punkte, auch nicht schlecht. Aber wo ist die Nancy hin? Hier kann ich noch ein paar Palette kaputt machen. Oh, ich höre sie. Meine Güte, wie weit ist denn die gekrochen? Zack. Spätes Opfer ist immerhin noch ein Opfer. Oh, da ist eine Palette. Die kann ich noch kaputt machen. Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Zack. Zack. Zerstörung. Übrigens, wenn ich Brutalitätskategorie. Na gut, bei der Seuche kriegst du halt nicht so viel Brutalität, wenn du halt viele mit dem Strahl niedermachst. Aber das zählt dann ja nicht als Brutalität. So, hier. Fertig werden. Hammer. Okay, und das hat eine Überlebende gehabt. Ja, okay. Zumindest rangtechnisch ist alles eine Mauke gewesen. Also in der Hinsicht kann man sich ja nicht beschweren. Lief ja ganz ordentlich mit der Seuche. Obwohl jetzt zum Schluss nochmal spannend wurde, ist sie wirklich vom Haken gesprungen und hatte dann auch noch einen Strike gehabt. Sogar zwei hatten einen Strike. Das hier war, glaube ich, die Yui. Die haben sie ja einfach gnadenlos am Haken verrecken lassen. Ah, die hatte noch Dead Heart gehabt. Okay. Das erklärt es vielleicht nochmal. Gut, ich hoffe, es hat die Seuche mit der Folge gefallen. Also die Folge mit der Seuche gefallen. In der nächsten Runde sehen wir uns dann mit Ghostface wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao, ciao.